Sie sind sowieso schon ein rares Gut in München. Bezahlbare Wohnungen. Nun ist es an der Zeit, ein Signal zu setzen. Das soll laut Finanzminister Markus Söder mit dem ausgearbeiteten Wohnungsbauprojekt geschehen. Allein im September kamen 200.000 Asylbewerber nach Bayern. Das stellt vor allem die Ballungsräume München und Nürnberg vor besondere Herausforderungen. Während der Wohnungsmarkt immer knapper wird, will Söder Abhilfe schaffen. Denn München braucht vor allem bezahlbare Wohnungen. Also wir haben es eigentlich seit langer Zeit angemahnt, aber jetzt ist natürlich bei der Flüchtlingsfrage verschärft sich das ganze Thema nochmal eindeutig, weil wir jetzt sozusagen nicht nur Wohnraum für Flüchtlinge, sondern auch nochmal für die einheimische Bevölkerung brauchen, auch um sozialen Frieden zu halten. Denn der Konkurrenz um Jobs, um Wohnungen, die werden von unteren Einkommensschichten getragen. Wohnungen sollen also nicht nur für Flüchtlinge geschaffen werden. Vor allem die Einheimischen sollen davon profitieren. Wir brauchen in München einfach Wohnungen, und zwar nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für die einheimische Bevölkerung, insbesondere auch für viele neue Beamte, die zur Sicherheit da sind, Polizisten, Justizvollzugsbeamte, Steuerbeamte, aber auch die Krankenschwester, die sich die teuren Münchner Wohnungen nicht leisten kann. Wir haben eine Fülle von Standorten, die alle auf staatlichem Grund sind. Deswegen ist das relativ kostengünstig, weil das ist staatlicher Grund. Deswegen kann die sogenannte Stadibau, so heißt die Wohnungsbaugesellschaft, die beim Staat ist, kann da sofort bauen. Unser Ziel ist, bis 2020 das Ganze zu schaffen. Wir nehmen 200 Millionen Euro in die Hand. Da kommt ein Teil von den ganzen Fördermitteln, die wir jetzt staatlich aufgelegt haben, ein Teil vom Eigenkapital der Stadibau, das ist eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft. Und wenn, wie gesagt, die Verfahren in München deutlich beschleunigt werden, dann schaffen wir das. Eines steht fest, das Wohnungsbauprojekt muss schnellstmöglich durchgeführt werden. Damit es bis 2020 vollendet werden kann, will Söder die Prozesse weiter beschleunigen. Denn in München braucht es allein 4 bis 10 Jahre, um so manchen Antrag zu bearbeiten. Das sei einschränkend für alle nachfolgenden Prozesse, wie Markus Söder durchklingen lässt.